Ja, liebe YouTube-Follower, liebe Facebook-Freunde, ich melde mich zurück mit einem neuen Video. Heute geht es mal um Juristisches. Ich hatte heute ein paar Gerichtsverhandlungen und der Tag fing eigentlich ganz gut an mit einem Zivilrechtsstreit, den ich für eine Aktivistin geführt habe. Konkret, was war vorgefallen? Wir waren in Greding mit der AfD, da war das Süddeutsche Flügeltreffen und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir dort mit Fotografen, mit Antifa-Fotografen aneinander geraten. Ich war Wortführer derjenigen Besucher, die sich nicht einfach abfotografieren lassen wollten, um dann an den Internetpranger der Gutmenschen gestellt zu werden. Und wir sind dann juristisch, haben wir alle Register, nicht alle, aber wir sind sowohl strafrechtlich gegen die Linken vorgegangen, wie auch zivilrechtlich in diesem Fall. Ich habe einer eben Bekannten geraten, die selbst nicht so bekannt ist und aber neben mir zu sehen war in einem Video, wo ich auf diese Journalisten zugehe und ihnen klar mache, dass sie da nicht einfach filmen dürfen. Die Rechtsfrage ist gar nicht so einfach, weil gerade auch Polizisten einfach sich blenden lassen von einem Presseausweis und wenn dann irgendwie eine Veranstaltung ist, dann denkt jeder, da kann man jetzt halt mal filmen. So war das in Greding nicht. In Greding, das war eine geschlossene Veranstaltung. Da waren wir in einer Halle und die ganzen Fotografen standen aufgereiht wie eine Phalanx, direkt 5 Meter gegenüber vom Eingang und haben wirklich jeden, also nicht nur prominente AfDler, sondern wirklich jeden Gast abgelichtet. Nun, das hat ein Freiburger Kommunalpolitiker, der in den Gemeinderat wollte, Sebastian Müller, verwerten wollen. Der hat gesehen, aha, die AfD hat wieder Ärger gemacht, berichten wir doch mal darüber und hat von Endstation Rechts ein Video embedded, also eingebettet in seinen Blog. Und diesen Vorgang habe ich dann für meine Bekannte abgemahnt und habe ihn aufgefordert, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, dass er das eben nicht mehr mache, weil er das Recht am eigenen Bild meiner Mandantin verletzt. Er hat sich einen eigenen Anwalt genommen, auch ein kommunal erfahrener junger Anwalt, der selbst schon im Stadtrat war von Iugitatio. Und der hat dann geschrieben, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir werden sogar negative Feststellungsklage erheben, wenn du da weiter an deinem Anspruch festhältst. Ging halt ein Schreiben hin und her. Und tatsächlich, er hat dann geklagt, also das festzustellen, dass meine Mandantin keinen Unterlassungsanspruch gegen ihn hat. Nun, so gut ging das jetzt für die nicht aus. Wir haben zwar einen Vergleich geschlossen, das heißt, die Rechtsfrage wurde nicht abschließend geklärt, aber zumindest hat sich Sebastian Müller verpflichtet, diesen Link zu dem linksextremen Video einfach von seinem Blog zu löschen. Und deswegen komme ich jetzt hier auch auf ein wichtiges Thema zu sprechen, nämlich unsere Strategie, die Strategie der Patrioten im aktuellen Klima, was wirklich gegen uns ist, also überall Linksextremisten und eine öffentliche Meinung, die sich von denen leiten lässt. Jeder muss Angst haben, irgendwo abgelichtet zu werden. Und da entwickle ich sozusagen eine Stand Your Ground Doktrin, kein Zentimeter zurückweichen, sondern wirklich den Rechtsstaat für uns in Anspruch nehmen. Ja? Und da gibt es Hinweise gegeben, ne? Als die Veranstaltung losging, habe ich direkt erklärt, wie mit diesem einen anwesenden Antifa-Fotografen umzugehen ist, dass er nämlich, sobald er Einzelne fotografiert, zur Anzeige zu bringen ist und jeder Gast sollte doch zu mir kommen, damit ich dann genau erkläre, wie vorzugehen ist. Und das hat dort auch funktioniert, insofern, dass er zigfach angezeigt wurde. Und der Tag heute hat auch erwiesen, es lohnt sich auch mal abzumahnen und wirklich juristisch auch die Zähne zu zeigen.
Was ist die Argumentation? Ja, es gibt das Kunsturhebergesetz, was ich hier einblende. Das kennen auch viele Polizeibeamte nicht. Ja, die kennen Presseausweis und dann ist für die meistens alles in Ordnung. Lasst euch damit nicht abspeisen, sondern im Zweifel, das hat jeder ein Handy dabei, googelt Kunsturhebergesetz und zeigt dem Beamten hier ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung. Ja, eins vorher, also 22 grundsätzlich, es braucht eine Einwilligung. Keiner darf euch einfach so ablichten und ins Netz stellen. Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Und wir alle wissen, die Linken arbeiten nur damit, eben mit diesen zur Schaustellungen. Und es gibt da halt eine Ausnahme nach § 23. Bilder von Versammlungen, ja? Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben. Ja, ist ja klar, wenn irgendwo eine Demo ist und dann wird halt der Demonstrationszug fotografiert und natürlich mit heute hochauflösenden Kameras sind wahrscheinlich dann wohl alle identifizierbar. Wenn wir aber einen Parteitag haben oder wie in Greding ein Flügeltreffen, wir versammeln uns in der Halle, schließen die Presse aus, wollen da einfach keine ungebetenen Besucher, insbesondere keine Linksextremisten, dann kann es ja nicht sein, dass das einfach ausgehebelt wird, indem halt einfach vorne dran fotografiert wird. Es kommt jeder irgendwie mal rein und zack, wird er porträtiert. Das muss man halt den Beamten in dem Moment klar machen. Ein häufiges Argument, also ganz kurz. Die Normenkette ist dann also Paragraph 22 in Verbindung mit Paragraph 33 strafbar. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen Paragraph 22, 23 ein Bildnis verbreitet oder öffentlich zur Schau stellt. Da sagen Beamte oft, na Moment, strafbar ist ja nur das Verbreiten. Aufnehmen an sich ist ja noch keine Straftat. Müsst ihr entgegnen, ja, das ist aber eine Vorbereitungshandlung. Es ist völlig klar, dass das Ganze im Netz landen wird. Deswegen fragt in diesem Zusammenhang immer auch, was ist es denn für ein Presseausweis? Nehmen Sie auf jeden Fall die Personalien auf, damit das später überprüft werden kann. Und ja, also lasst euch einfach nicht abwimmeln. Wie gesagt, nach polizeilicher Erfahrung, so könnt ihr auch argumentieren, ist eigentlich bei Antifa-Fotografen damit zu rechnen, dass die Aufnahmen natürlich gefertigt werden, um sie später zu veröffentlichen. Ja. So viel zum Kunsturhebergesetz. Worum es in meinem Verfahren und der Bekannten heute ging, war halt, dass der Gegner eingewandt hat, wir haben doch da ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof von 2014 und das erlaube doch eigentlich grundsätzlich das Einbetten von YouTube-Videos oder sonstigen Inhalten in eigene Plattformen. Dazu ist zu sagen, jedenfalls auch die Richterin hier am Landgericht Freiburg ist dem nicht gefolgt. Ich hatte auch schriftsätzlich ausgeführt, dass der Kollege das Urteil auch falsch zitiert hat. Auch Solmecke war sich am Ende nicht so sicher. Solmecke bloggt und videotubt also sehr viel zu Urheberrechtsfragen. Da habe ich jetzt heute bei der Recherche ein Video von ihm gesehen zu diesem Urteil, wo er erstmal verkündet, grundsätzlich kann da alles eben eingebettet werden, auch rechtswidrige Inhalte, wenn jemand rechtswidrig was bei YouTube hochlädt und es dann auf der eigenen Seite einbettet, dann falle das unter dieses EuGH-Urteil und es sei in Ordnung. Dem scheint nicht so zu sein. Ja? Also es gibt noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung, die wirklich verbindlich sagt, wo wir uns hier bewegen. Aber ich kann euch sagen, was die tragenden Erwägungen in unserem Verfahren waren, die den Gegner zum Vergleich bewogen haben. Und zwar hat der EuGH Folgendes
geschrieben. Wo habe ich es? Also das ist das Urteil, 21.10.2014, seht ihr hier. Also das Einbetten an sich soll erlaubt sein und stellt keine öffentliche Wiedergabe im Sinne des Artikel 8 der Richtlinie dar, soweit das betreffende Werk weder für ein neues Publikum noch nach einem speziellen technischen Verfahren wiedergegeben wird. Solmecke hat dann gesagt, also neues Publikum wäre halt, also wenn es auf YouTube gestellt ist, dann ist es fürs Internetpublikum und dann darf es auch halt weiter im Internet verbreitet werden. Das kann man auch anders sehen. Ich habe zum Beispiel argumentiert, das war Endstation rechts in Bayern. Das ist für jemanden, der hier in Freiburg beheimatet ist, vielleicht nicht so relevant, wie wenn das hier die Leute lesen, also zum Beispiel in der Regionalzeitung hier, in der Badischen Zeitung oder auf einem vielgelesenen politischen Blog wie dem von Sebastian Müller. Dann erreicht man doch einen anderen Teilnehmerkreis. Außerdem hat die Richterin argumentiert, es geht ja nicht wie in dem den EuGH betreffenden Fall um irgendein Werk, was da hochgeladen wurde, wo vielleicht Urheberrechtsverletzungen vorliegen. Hier geht es um das Persönlichkeitsrecht. Ja, und das ist dann vielleicht doch nochmal anders zu bewerten als so eine schnöde wirtschaftliche Frage. Jedenfalls, was ich vor allem hier an den Mann bringen will, die Botschaft: Wehrt euch, es lohnt sich, im noch bestehenden Rechtsstaat diesen in Anspruch zu nehmen. Es gibt noch vernünftige Richter und man erreicht dann auch den Schutz, den man haben will. Im Ergebnis, der Link zu Endstation rechts wird morgen entfernt und wir können uns dann überlegen, ob wir noch gegen Endstation rechts an sich vorgehen. Dahinter stecken die SPD und die Jusos, die das betreiben. Das werden wir uns überlegen. Wenn ihr Interesse habt an alle Fragen, die eben den Aktivismus betreffen, das ist eben Umgang mit Antifa-Fotografen, Umgang mit der Polizei vor Ort, sowohl bei Demos wie allgemein bei irgendwelchen Spontanveranstaltungen. Meldet euch bei mir. Ich bin jederzeit auf Facebook im Büro erreichbar. Euch kann geholfen werden. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Grüße und ich bin raus.